denke, wir haben zu Recht auch in der Höhe verloren. Also vom Spielverlauf her klar. Ärgerlich, wir hatten die Chance zum 1-0. Direkt im Gegenzug hat Ahrensburg dann das 1-0. Das war dann schon der Knick für die Jungs. Dann 2-0 gekriegt. Ich habe gesagt in der Halbzeitpause, komm, wir machen weiter, wir arbeiten weiter. Direkt zum Anschlussgefühl das 3-0. Dann war, glaube ich, bei einigen halt die Motivation raus. So hat man auch gesehen, glaube ich. Wir werden weiter dran arbeiten und wir haben gesehen, wo unsere Schwächen sind, vielleicht aber auch, wo unsere Stärken sind. Und da werden wir dran also weiter arbeiten. Erstes Spiel ist immer schwierig, dann auch die Gegner einzuschätzen vor der Saison. Gegen Tonhoff haben wir auch vorher nicht gespielt, deswegen hatte ich hier auf einen knappen Sieg getippt. Ja, und jetzt ist natürlich ein relativ erfolgreicher Start für uns geworden mit dem 6-0 und darauf bauen wir natürlich dann jetzt auch auf. Ich glaube, die Ahrensburger waren in der Spielanlage viel reifer schon. Das hat man gesehen. Die haben den Ball viel mehr zirkulieren lassen. Das ist das, was wir im Training jetzt immer schon geübt haben, aber ins Spiel noch nicht so wirklich umsetzen können. Da geht's dran. Also Ziel ist natürlich jetzt, die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zu schaffen, dass wir dann halt vielleicht nächstes Jahr in der Landesliga spielen können. Was man von uns erwarten kann, dass wir weiter hart an uns arbeiten werden, dass wir nicht nach diesen 6-0 zurückstecken, sondern wir machen weiter. Und die anderen Mannschaften, wir kommen nicht hierher und werden uns abschlachten, ganz bestimmt nicht, sondern wir werden auch Punkte holen, ganz klar.